Da sind wir auch schon wieder. Trotz alledem, dass ich kaum noch Nerven habe, versuche ich es weiter. Das Spiel macht mich fertig, Freunde. Einfach nur fertig. Aber wir probieren uns weiter. Ich versuche alles, um hier irgendwie weiterzukommen. Das Spiel ist ja auch gar nicht so lang. Also, wenn ich mich nicht anstrenge, dann könnte ich das auch noch durchspielen. Aber ich glaube, dafür habe ich wirklich nicht die Nerven. Das, glaube ich, schaffe ich wirklich nicht. Da kriege ich lieber einen Herzinfarkt. Nee, man soll sowas nicht herausbeschwören. Nee, da kriege ich wirklich lieber einen Anfall, anstatt das hier weiter zu zocken. Es ist einfach nur. Nein! Ah, ja, ich glaube, den Anfall hätte ich jetzt, glaube ich, wirklich gern. Ich bin jetzt seit knapp einer Stunde am Aufnehmen. Noch mehr Zeichen, das brauche ich mir jetzt nicht nochmal anhören. Shit happens, Alter. Nein, geht da drunter! Ich wollte es natürlich wieder schlau machen, anstatt sich renn einfach durch und springen auf die nächste Platte, aber nein! Genau so wollte ich das machen. Das sieht sehr robust und elegant aus, wie man dann so hinunterspringt und auf einer Holzplatte aufkommt und daneben ist Wasser. Aber selbst wenn ich ins Wasser gesprungen wäre, war ich ja gestorben. Denn Render kann ja bekanntlich nicht schwimmen. Von daher ist das ja vollkommen egal. Jetzt werden wir wieder sterben. Es war ja klar. Render kann nun mal nur für die Wände springen. Und ja, ich höre jetzt auf damit. Ist gut. Ich glaube, ich sollte wirklich eine Aufnahmepause machen, weil irgendwann hat man dann wirklich auch die Ausdauer nicht mehr und kann einfach nicht mehr damit leben. Seht ihr? Ich kann damit, ich kann so nicht weitermachen. Ich kann so nicht arbeiten, verflucht. Und immer wieder die gleichen Ladebilder. Ist das nicht schön, Freunde? Es ist herrlich. Einfach nur herrlich. Es ist doch wirklich ein schönes Gefühl. Und wir haben es geschafft! Ich fasse es nicht. Wollt ihr mich verarschen oder was? Und jetzt soll ich da bitte mit meiner. Alter. Aber wir haben's. Wir sind schon mal eine Stelle weiter. Auch wenn das nichts Gutes bedeutet, denn es wird einfach nur schwerer, kann ich mir gut vorstellen. Und natürlich kann Render auch nicht schwimmen, ja, wie ich das gerade schon erwähnt hatte. Von daher. You wanna go back outside? Right now? No, 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 Mr. Wayne. Now is not the time. Come on! Ja, lass mal bitte die Zugbrücke da für uns runter. Denn ansonsten geht uns hier echt der Arsch auf Grundeis. Oder auf Wasser, wie es hier gerade zu sehen ist. Ich meine, da kann der Typ kann nicht 3 Sekunden lang die Luft anhalten. Irgendwo frage ich mich schon, wo dahinter so dann der Sinn steckt jetzt. Ich muss, glaube ich, wirklich eine Aufnahmepause machen, weil ich maule nur noch rum am Spiel und das ist nicht gut. Versuche mich jetzt ein bisschen zu konzentrieren, denn ich möchte gerne noch weiterspielen. Ach so, ich muss den ja erst hier dann befehlen, dass er das Ding wieder runterlassen soll. Bitte nenn mich doch Randy und nicht Wayne. Das klingt so erwachsen. Und das bin ich nicht. Also im Spiel vielleicht ja, aber hier noch nicht. In Wirklichkeit. Und deshalb nenn mich doch bitte einfach Randy. Ich bestehe darauf. Mann, ich bin hochgekommen. Das ist Wahnsinn. So, wo geht's hier weiter? Wo ist die nächste Überraschung für Good, uns? good. You did it, Mr. Wayne. Are you happy now, you crazy old man? It's been a long time. A very long time the rat's been living down here. Even before the epidemic, you could smell what was going to happen. The rats smelled it. Them, the rats, they were already fleeing, you know? Come with me. It's safe here. Ja. Ja, das ist sicher, ganz im Ernst. Was, der hat schon hier unten gelebt, bevor die Epidemie ausbrach? Was ist denn das für ein kranker Mann? Hat er das hier sich alles schon drauf vorbereitet gehabt oder was? Wusste der, dass das Ganze ausbricht? Da sagte man, der riecht das Ganze. Hat er das etwa gerochen mit seinem Zinken? Flachwitz, ja, ich weiß. Sorry, Freunde. Aber wir haben es gepackt. When times change, men must change, Mr. Wayne.
The rat knew the world would end sooner or later, so I built my hideaway here. The evil cat will never look for a live rat in a rat trap. Make yourself at home, and don't worry about the smell. Rest now. Take what you need. Why the hell have you brought me here, crazy old man? He should have been back by now. The rat has a son. He can leave. The outside doesn't burn him. He should have been back by now. He should have been back. I know where he is. He likes to go back to what used to be his home, but now it's nothing more than a pile of ash. The rat smells the danger. You could help me. You could look for it, right, Mr. Wayne? I already told you I need to find my friends. Help the rat, and the rat can help you, Mr. Wayne. The rat hears many things. He can find where your friends are, maybe even your family. Find my son before these men do, and you will know what the rat knows. An eye for an eye, right? That's fine. I have a debt to pay you for saving my life. Die Ratte scheint ja wirklich, what you need before you continue. Are you hungry, Mr. Wayne? Would you like me to prepare you a little rat meat? No, thanks. After all of this, I don't have much of an appetite. Errungenschaft freigeschalten. Land Down Under. Ja, okay, der scheint wirklich das alles schon gewusst zu haben oder geahnt zu haben. Und weiß wirklich auch sehr viel. Zumindest kommt mir das Ganze so vor. Denn der weiß wohl auch irgendwie ein bisschen was über unsere Familie. Und das macht das Ganze wirklich eigenartig, finde ich. Wir können ja mit der Armbrust ziehen und schießen. Können wir das da oben runterholen? Ja, natürlich. Ich finde die Steinschleuder cool. Eine Ehrenmedaille vom Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser verrückte alte Mann war vor langer Zeit ein Kriegsheld. Hey! When one world dies, another becomes the place where life comes back again. Der Typ kennt sich wirklich aus und er hat das alles hier gebaut. How long has it been since you looked outside, Mr. Wayne, to make order out of chaos? Ja, das ist eine gute Frage. Wann haben wir das letzte Mal nach draußen geschaut? Well, I must tell you, if that's what they do, chaos is winning by a mile. Ich möchte aber gerne mal noch hier... Er sagt, nach draußen schauen. Kann ich hier etwa nach draußen schauen? Nein, kann ich nicht, aber hier ist was. Ein Polaroid mit diesem Bild eines Jungen, dem Sohn der Ratte, im Teenageralter, waren wir doch alle irgendwie Rebellen. Ja, das stimmt, im Teenageralter, ich meine, ich bin ja da noch drin, sind wir schon irgendwie Rebellen, das stimmt schon. Mag schon sein. Wir müssen jetzt die Sohn der Ratte finden. Und dann bekommen wir Informationen, vielleicht auch über unsere Familie. Halt, vielleicht war da noch was. Below the circles of hell. Below the moving plague of death. Within the labyrinth, paradise will be reborn. But that will be the future, Mr. Wayne. Ich komme mir wirklich vor wie bei Batman. Ich meine, wir sind ja auch in so einer Höhle oder Kanalisation. Und die ganze Zeit spricht er uns mit Mr. Wayne an. Also irgendwo... Natürlich. Natürlich. Jetzt aber. Geht doch. Ach, wir müssen wieder nach unten? Ach, wir müssen wahrscheinlich die Kiste hier mitnehmen. Ja, okay. Dann ziehen wir doch die Kiste hier mit rein.
So. Und dann drehen wir uns um und schießen wieder mit unserer schönen Steinschleuder da oben drauf. Können dann auch wieder nach oben fahren, gemütlich mit dem Fahrstuhl hier. Also ich muss sagen, das, was der Alte hier unten geschaffen hat, das ist schon echt krass und beeindruckend, ja. Also wenn er das alles gebaut hat, ich meine, der hat gesagt, er lebt schon ewig hier unten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der wirklich schon vor der Epidemie andauernd hier unten gelebt hat. Ich meine, der war ja ein Kriegsheld. Haben wir ja herausgefunden. Und warum sollte er dann die ganze Zeit hier unten gelebt haben? Das wäre doch völlig Schwachsinn. Naja. Ich denke mal, wir werden es noch herausfinden. Oder vielleicht auch nicht. Hey, wichtiger sind sowieso die Informationen und so. Die er uns geben kann. Über unsere Familie, über unsere Freunde. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Aber was sollen wir denn jetzt bitte machen? Der bleibt da stehen und wir? Was sollen wir jetzt hier tun? Was sollen wir machen? Ist hier irgendwas zum Abprallen? Alle, hoppala. Ne, das geht nicht, okay. Was sollen wir jetzt... Ah, okay, wartet mal. Ich kann doch die Kiste hier schieben. Warum ich immer so lange rumrätsle und auf die einfachsten Sachen nicht komme. Das ist bei mir immer so. Ich krieg die Rätsel zwar hin, aber bei mir dauert das alles eine Zeit. So. Hätten wir das auch. Dann können wir jetzt theoretisch... Ja, okay, jetzt können wir nämlich auch hier rüberspringen. Dann können wir für den... Ach, die Kiste müssen wir noch mitnehmen, oder was? Ups. Ist hier oben noch irgendwas? Da können wir doch bestimmt noch was machen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen. Doch. Hä? Ah, warte mal. Können wir da die Kiste vielleicht draufschieben? Moment, ich kann mir das gut vorstellen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen rätseln. Finde ich eigentlich ganz cool. Das ist auch jetzt nicht so schwer, wie dieses ganze Rumgespringe, was wir machen mussten. Aber, das ist schon eine coole Sache, kann man jetzt sagen. Naja, okay, verstehe schon. Okay, was haben wir hier noch? Eine alte Illustration der neuen Kreise, der Hölle aus Dantes göttliche Komödie. Anscheinend hat er der Klassiker der Rattenmann beim Bau seiner Zuflucht als Inspiration gedient. Natürlich, es war doch so klar. Wir müssen aber theoretisch darüber, wenn mich alles täuscht. Natürlich, kommen wir da aber nicht hoch. Es war so klar, verdammt. Was machen wir jetzt? Ich will doch den ganzen Weg nicht nochmal gehen müssen. Moment, er sagt, wenn wir seine Hilfe brauchen, sollen wir rufen. Ja, so natürlich nicht. Naja, da haben wir gleich mal Grund, den Verbandskasten hier zu verwenden. Ich vermute mal ganz stark, wir müssen jetzt wieder... den Weg hier gehen. Hä? Hä? Zieh uns mal bitte hoch, Kamerad. Ach ne, da ist ja eine Leiter. Okay, gut. Habe ich nicht gesehen. Ich nehme alles zurück. Ist schon gut. Aber warum hat er sich denn jetzt bitte da nicht festgehalten? Was ist denn das bitte? Na, jetzt geht doch. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Und dann müssen wir natürlich jetzt wieder hier rüber. Was natürlich nicht geht. Hä? Verfluchte Hacke! Jetzt bin ich wieder ein bisschen planlos, muss ich sagen. Da das Ding auch eingebrochen war. If you need my help,
You just need to call me, Mr. Wayne. I will help you stay on the path through my personal hell. Wenn du meine Hilfe brauchst, Mr. Wayne, brauchst du nur zu rufen. Hä? Wie jetzt? Here it is. Take a look at the photograph. It won't be difficult to recognize the son of the rat. But be careful with the other men. The living are just as dangerous as the dead. Okay, haben wir das jetzt also... Können wir noch mit dem reden? Do you need help, Mr. Wayne? Do you need help, Mr. Wayne? Nee, nicht wirklich gerade, aber danke trotzdem. Das war jetzt eng, das war jetzt richtig eng. Okay, den Sohn der Ratte zu finden ist nicht schwer, sagt er zumindest. These drawings are different from the previous ones. They describe the bombings that affected the city at the beginning of the epidemic. Der Alte scheint echt viel zu wissen. Wir drehen jetzt hier erstmal das Wasser ein bisschen ab, würde ich meinen. Ja, das sieht gut aus. Können wir hier stehen? Ja, können wir, okay. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich... verdammt. Natürlich habe ich das da oben wieder übersehen. Aber das ist nicht allzu schlimm. Schaffen wir trotzdem. Haben zwar den Zombie aufgeweckt, aber das ist nicht... ganz so schlimm. Wow! These traps look like they've been designed to protect against the dead and the living. Ach du heilige Scheiße! Verdammte! When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight. Many died. Try to fight, any die. Ja, cool. Wir sind trotzdem gestorben. Ah, ich muss wirklich eine Aufnahmepause langsam machen. Ja, ja. Okay. Nee, ich bin gerade am Überlegen. The people made a stand, tried to fight. Many died. And then returned to consume the few that didn't. Then the military tried to fight back at the shadows. Look around and see how that ended. Ich glaube, jetzt fängt die Story langsam ein bisschen an, tiefsinniger zu werden. Kann das wirklich sein? Oh Mann, da ist doch so ein Schild, wo ich draufschießen muss, ich Depp. Warum fällt mir das denn nicht ein? Gott verdammt, es kann nicht wahr sein. When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight. Many died. And then returned to consume the food that didn't. Then the military tried to fight back in the shadows. Look around and see how that ended. Okay, wir sollten in der Mitte des Busses, Zuges, was auch immer, stehen bleiben, denn da wackelt, so wie es aussieht. Und das könnte zum Verhängnis werden. Wir können doch hier jetzt theoretisch schon runter, ja, und das da unten aufbrechen. Ich glaube, ich möchte ja auch ganz gerne mal runter. Denn hier ist was. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet K.A. Was? Bayenchi? Was ist denn das bitte für ein Name? Shit, und wie komme ich hier jetzt wieder hoch? Ja, einfach töten. Ist die beste Variante. Ja, kann doch nicht wahr sein. Wie sollte ich da jetzt wieder hochkommen?
Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Naja, gut. Ach so, ich soll ja eine beliebige Taste zum Starten drücken. Jetzt war ich gerade am Handy vertieft, denn ich hatte eine SMS bekommen. Sorry, Freunde. Ja, ich lasse mich jetzt gerade leicht ablenken, aber ich will das ganz ehrlich jetzt gerade hier noch packen. Ach, das habe ich ja jetzt schon von dem, okay. Wie komme ich hier aber wieder hoch? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ah! So. Also. Gut, das hatte ich gar nicht richtig gesehen, muss ich sagen. Halt, stopp. Ich muss das da oben erst wieder anschießen. So. Und dann kann ich schnell da drauf. Ich depp. Okay, dann das Ganze eben nochmal. Weil es so schön war. Für alle noch einmal. So, schießen wir das Ding wieder an. Und dann springen wir da eben wieder drauf. Bleiben halt drauf stehen diesmal. Sicherheitstaktik und so, ihr versteht. Und dann können wir hier jetzt halt so rüberspringen. Sollte auch kein Ding sein. Ach halt, da ist wieder was zum Schießen. Etwas blockiert die Maschine. Was denn nur? Okay, das müssen wir jetzt gleich mal schauen. And what about these soldiers? The new law. I told you. When times change, men must change. We all make choices, Mr. Wayne. In chaos, some choose to show the best sides of themselves. Others, the worst. You must hurry. I worry for the safety of my son. And the ones you care for, too. Na, da hat der Alte recht. Der Alte, das ist wirklich... Das ist absolut gut. Der weiß, um was es geht. Verdammt. Warum springen wir zum Teufel nochmal? Ich möchte nur noch aus diesem Abschnitt hier raus. Und dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Dann beende ich den Part auch erstmal. Das war absolut gekonnt. Das war wirklich absolut gekonnt. Und an dieser Stelle machen wir einen Schnitt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Immer noch auf der Suche nach seinem Sohn. Und immer noch auf der Suche nach unseren Freunden und unserer Familie. Ja, Freunde, ich würde sagen, bis dahin. Ciao. Haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.